Irgendwas an Wänden? Nee. Gut, ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg zur zweiten Welt. Weil ich wüsste ehrlich gesagt nicht mehr, was wir hier noch machen können. Da oben waren wir auch schon. So. Es wäre hilfreich, wenn man wüsste, wie viel man hier finden kann, wie viel wir schon gefunden haben. Nicht. Gut, okay. Na gut, guck mal, hier kann man sogar sehen. Finde es gut, dass es hier keine unsichtbaren Wände so in dem Sinne gibt. Also, dass man vom Level-Design gezwungen wird, bestimmte Wege zu laufen. Dann ist ja schon relativ frei. Man kann hier einfach auf die Weltbegrenzung klettern, so. Ja, die Welt ist halt dadurch abgegrenzt, dass man halt runterfallen kann. Gefällt mir persönlich sehr gut. So. Okay, jetzt haben wir Glaube. Oh Gott. Jetzt haben wir Glaube schon 6 Stunden. Ja, 6 Stunden noch nicht, aber 5 Stunden vielleicht ein bisschen weniger gespielt und haben noch nicht mal alles im ersten Level. Das ist schon echt krass. Ja, gibt es hier noch irgendwas? Ah, da oben. Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Können wir hier was machen? Nee. Einmal hoch hier, danke, danke, komm, 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 geh aus dem Weg. Ich bin mir nicht sicher, ob die Geheimnisse, die man hier so findet, ob man die vorher oder nach dem, ach nein, vor oder nach dem Level suchen sollte, weil auf jeden Fall das Geheimnis, beziehungsweise, das, wo ich jetzt hin will, hier da drüben, dieser Stein da, den muss man ja mit einer Fähigkeit aus dem Level aktivieren. Also nützt es ja eigentlich überhaupt nicht, noch rüber zu gehen, wenn man das noch nicht kann. Aber ich bin nicht da, wo ich hin wollte. Also nebenbei. Nehmen wir an, hier fehlt uns eine Fähigkeit aus dem zweiten oder aus dem dritten Level. Und bei Rextro haben wir ja sowas auch gesehen, also ja beim in der Spielhalle auch eine Scheibe, die wir nicht kaputt kriegen. Hier irgendwas? Ja, ein kleiner Totenschädel, aber ansonsten. Ich würde es nicht wundern, wenn man hier übrigens Banjo und Kazooie finden kann. War es kleines Easter Egg. Ist das hier was? Nee. Ich dieses blöde Vieh gerade gesehen. Wo ist es denn? Da oben. Aber wie komme ich da ran? Ist das? Nee. Nee. Verdammt. Das ist eine Tür. Dahinter ist eine Tür. Man muss vielleicht gar nicht von hier aus an. Na gut. Nein, ja, die Klappe.
Den haben wir ja inzwischen. Das sieht aber aus, als könnte man hier noch hochklettern. Ja, okay. Ach komm, geh doch weg. Vielleicht vom Stein da drauf? Scheint mir auch zu hoch. Na gut. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das so gewollt ist. Aber es geht. So. Nein, Zweck haben. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hin soll. Egal, los, ab zu Welt 2. Whee! Hallo. Ich bin doch nicht hinterher. Lass bloß eine Arbeit zum Fall, Kollege. Hallo? So, wie sieht's denn hier aus? Haben wir irgendwo einen Pagey? Ne, ich sehe nichts. Ich muss übrigens gleich mal schauen. Ja, ich muss gleich mal schauen. Komm mal nicht rein. Ja, das hat mich gerade so ablenken hier. Ich muss mal schauen. War relativ dringend dann gleich. Wie viel Speicherplatz noch frei ist. Da hinten in dem Grün ist da was drin, oder? Meins? Ja, muss ich dann gleich mal schauen. Weil die Aufnahme läuft schon wieder 4 Stunden. Es war schon ein bisschen Platz, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, wie man so schön sagt. Hier haben wir Eis, aber ich weiß nicht wofür. Vielleicht auch einfach um gegen die zu kämpfen, ich weiß nicht. Das ist Welt 3. Achso, für da. Da ist das Eis. Ich mach mal die Tür auf. Aus Prinzip. Hallo, 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 ihr steht alle im Weg. Danke, danke, tschüssi, tschüssi. Hey, du spinnst wo? Wie treffe ich denn keinen von denen? Ach, egal. Wow. Wow. Sind ja doofe Viecher. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. So, ist das jetzt wieder ein komplett neues Gebiet? Ich dachte, das war bloß der Eingang. Ach schief. Okay, das ignorieren wir jetzt mal völlig. Wir haben es da aufgemacht jetzt, aber ignorieren. Wir waren noch nicht mal in der zweiten Welt drin. Wo ging's lang? Kriegt mal was, wenn wir euch alle drei kaputt machen? Uah! Nee. Ich wette, wir kommen noch gar nicht zur Welt 3. Deshalb müssen wir es probieren. Denn unser Kollege hier, der verkauft uns 100 Pro, der schenkt uns die Fähigkeit noch nicht, die wir vom Weg brauchen. Hier kommen wir nur lang, wenn wir wahrscheinlich genug in der ersten Welt gemacht haben. Oder er schenkt die uns schon, sobald wir freigeschalten haben. Das weiß ich nicht. Ja, komm mal ab.
Jagen. Das sieht aus wie der Eingang. Aber ich weiß nicht, in die blöden Kisten hier. Verdammt. Können wir, wenn wir unsere DNA verändert haben? Oh, hallo? Da ist ein Trompetchen durch die Gegend geflogen. Ja, komm. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Nein! Da können wir ja stehen bleiben. Oh, das war jetzt nicht so schwer wie erwartet. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so. Wenn wir unsere DNA verändert haben, können wir dann das Level verlassen? Und ich brauche was zum Schießen. Was? Scheiße, schicke dem Dinosaurier eine E-Mail und teile ihm mit, dass wir keine Automatenspiele mehr spielen. Was soll das heißen? Er hat kein Internet? Also, okay, cool. Haben wir irgendwo ein paar Bären? Hab mich, ob wir den. Wird diese. Das Bienennest da runterschießen können irgendwo. Hallo. Hier geht's in die Welt. Aber was war das denn? Aua! Das sieht so cool aus. Wie er sich umguckt. Geil. Was war einfach Nase der Flintermaus los? Ich kenne einen guten Chirurgen. Was? Also. Ja, nö, passt doch. Oder? Da oben Schnee sind wir ganz langsam. Was? Hä? Ich war doch. Aua! Hör doch mal auf. Okay, kommen wir nicht hoch. Mensch, hör doch mal auf jetzt. Was denn? Hallo? Okay, kann man nichts machen. Na gut. Ich hab dich doch betäubt. Na gut, okay. Vergrößern würde ich jetzt erstmal noch nicht. Erstmal so umgucken, oder? Sonst ist das, glaube ich, zu viel auf einmal. Nein, ich wollte da nicht rein. Verdammt! Scheiße, ich wollte springen und da hoch. Was die? In Neptun gibt es zwei Kamerastile. Leckere Schmetterlinge. Ja, kann man alles schon. Glitzerfrostgletscher. Sehe Federn. Ich sehe noch mehr Federn. Okay, also hier wird es Menge mit Rutschen geben. Weiß nicht, ob das so richtig ist, was ich hier gerade tue, aber ich krieg Federn. Und wir alle mögen Federn. Ja, lass mich doch mal hier hoch, Kollege. Okay. Kann ich später irgendwie höher springen? Ih, was bist du denn? Es ist nicht so lecker aus, Kollege. Die Musik gefällt mir übrigens sehr gut.
Okay, hier gibt's Wasser. Haben wir hier irgendwas? Ne. Na gut. Jetzt haben wir wieder eine Wolke von Nimbo. Oh, genug. Und bist du der Sheriff? Weiß ich jetzt, was er von mir wollte? Oh, hallo. Huch. Hey. Oh. Verdammt. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit. Aua, was? Ja, holt euch erstmal was zum Hüpfen. Bist du ein Fass oder was? Ja, du spinnst mal. Ja, wieso krieg ich dich nicht kaputt? Dann mach's das. Kaputt machen. Aber was mit dem? Hua! Können auch nicht betäuben. Er bewegt sich aber scheinbar auch nicht. Er scheint ein Buggy zu sein. Kann das sein? Der hängt auch so blöd in der Luft. Aua! Schluss jetzt. Ja. Jedenfalls nicht kleiner, die Welt. Krass. Ah, guck mal, da ist ja schon unser Kollege. Also wir brauchen die Fähigkeit auf jeden Fall sehr früh hier. Warum gehe ich eigentlich nicht? Ich will immer alles gleich sehen erstmal. Und ignoriere das Wesentliche hier schon wieder. Ich wollte hier runter, bin extra gerade zurückgelaufen. So, aber hier machen wir mal ganz kurzes Päuschen. Also einen ganz kurzen Cut. Es geht gleich weiter. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. So, mal gucken, was Wombats. Ist ein Wombats? Ich vergesse es immer. Willkommen. Schön, euch zu sehen. Wie gefällt euch das neue Büro? Schlecht. Du hast nicht mal ein Dach über dem Kopf. Ach ja, Drausers GmbH entschuldigt sich für eventuelle Unangenehmlichkeiten während der Renovierung unserer Geschäftsräume. Bevor ich euch unsere neuesten atemberaubenden Manöver präsentiere, möchte ich euch eine Tasse Tee anbieten. Oder lieber Kaffee? Oder einen Piratenfilm? Oh, ein Piratenfilm wäre cool. Nein, danke, Drausers. Wir sind heute nur an den Tricks interessiert. Ich will den Piratenfilm sehen, Leute. Och, Mann. Moment, Yuka. Was für Filme hat er denn? Okay, also wir können... Sonarschuss, Schlürf, Schuss, Kumpelkracher. Ach, das sind die, die wir schon haben. Okay. Und zwei neue kommen dazu. Der Schlürfstatus, absorbiere die Energie verschmauster Objekte. Und Echsenhüpfer, du wirst das ja brauchen, um meinen Hochsprungrekorden nahe zu kommen. Ah, damit können wir höher springen. Das nehmen wir als erstes. Eine erste Wahl, bis ich das Trick lernen will. Jawohl. Bin mir ziemlich sicher sogar. Ihr traut es beeindruckende sportliche Rekorde brechen wollt? Jawohl. Ich glaube nicht, dass uns das große Problem rein wird. Mit den Echsenhüpfer kannst du wahnsinnig hoch springen. Halte einfach LT und drücke, um zu springen. Das klingt hilfreich. Danke, Trausers. Kein Problem. Und jetzt muss ich los. In Anerkennung meiner kommerziellen Leistungen wird eine Straße nach mir benannt. Ich glaube nicht. Aber sicher doch.
Ja, ich glaube nämlich auch nicht. Wir haben nur 44, wir können das auch gleich holen. Erste Wahl, bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ja. Sehr schön, dann haben wir ja beides. Der nächste Trick ist in mindestens drei modernen Spielgenres verboten. Hat der Trick mit der Qualitätssicherung zu tun? Oh ja, das ist ein sehr guter Kommentar. Ich finde es. Ja, wir lassen es jetzt einfach mal so im Raum stehen und erwähnen nicht Call of Duty. Was? Egal. Natürlich nicht. Alle Inhalte wurden gründlich und gewissenhaft überprüft. Wie dem auch sei, mir ist aufgefallen, dass die Zunge meines grünen Freundes nicht ganz so spektakulär ist, wie sie sein sollte. Mit dem Upgrade wird dein Schlürfen sehr verbessert, sodass du Eigenschaften deines Essens absorbieren kannst. Klingt cool, Bowser. Was für Eigenschaften kann ich absorbieren? Feuer, klebriger Honig und so weiter. Cool. Weiter schau im Internet nach. Wahrscheinlich gibt es da eine Liste. Was sagt denn das Spiel gerade? Ich soll mir eine Lösung angucken? Ihr geht schon? Kommt bald wieder. Sorry, wichtiger Anruf. Ich muss dran gehen. Cool. Also wir können jetzt noch mehr Dinge. Und wie war das andere? Cool. Der macht da mit seinem. Sch Das sieht doch cool aus. So, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich das auf einem Screenshot kriege? So. Will? Jetzt müsste es dabei gewesen sein. Oh, sehr cool. Sehr geil, auf jeden Fall. So, wir gehen erstmal hier lang und dann müssen wir eigentlich gleich wieder zum Anfang der Map. Ja, komm, wir machen halt so. So, jetzt kann ich jetzt. Okay. Was nützt mir das jetzt? Bin jetzt glühend rot. Weiter. So kalt, auch Wärme. Mit Schaden genommen. Hält mich das warm oder was? Okay, hier kommen wir nicht durch. Da brauchen wir irgendwie. Oder nee, wir sind ja warm. Ich doch, da müssen wir. Genau, da wird das Feuer egal. Perfekt. Huch. Hallo! Aua! Oh! Hi! Ja! So, da haben wir schon den ersten Geist. Ich dachte, wir machen die Wand kaputt. Das war so meine Vermutung. Hat jemand von euch vielleicht einen Schmetterling für mich? Nein? Du vielleicht, Kollege? Ja, guck mal. Ich habe nicht ganz verstanden, wieso wir vor uns gerade Schaden genommen haben. Was passiert denn, wenn ich. Das ist die Zunge. Wow, ja, entschuldige bitte. Okay, von hier können wir kein Feuer nehmen. So, wir können jetzt aber hier hoch. Jawohl, das geht auf jeden Fall schon mal. Moment. Ah, meins. So, hier ist eine Tür. Hui, nicht runterfallen. So, wo kommen wir denn da Schönes raus? Oder rein? Irgendwo drin? Kristalline Höhle, okay. Ah, er ist auch schön warm.
Wir haben uns zur Seite geschoben, da links ist aber irgendwas. Kann ich die Eigenschaften von dem... Mensch, geh doch mal kaputt. Oh, geil. Und das haben die zum Glück nicht bei Super Mario geklaut. Hey, du hast einen von uns Energiestreckern gefunden. Wir werden deine Energieleiste vergrößern. Wirklich. Sehr cool. So, jetzt wissen wir auch, wie das an der Kanone funktioniert. Ja, wir haben eine Tonic freigeschaltet. Das ist auch sehr schön. Okay, also, komm, ja, genau. Die Augen sind echt nervig. Nein, nicht einsammeln. Lebrig heißt... Nochmal hochlaufen. Was bringt uns denn klebrig? Boah, cool. Alter Schwede. Und die Welt können wir dann nochmal vergrößern, ne? Aber ich werfe mir rein. Nochmal. Denn für irgendwas muss ja der Honig gut sein, den wir dort anschlappern können. Oh, wir tun langsam die Füße weh. Ich habe die hier so unterm Tisch so hochgelegt und die liegen halt jetzt so auf der Seite. Das tut langsam schon fast weh, ne? Ich glaube, ich sitze auch schon ein paar Stunden hier. Hallo? Wer bist du denn? Sieht aber geil aus. Wird das mal? Ah, krass. Ah, ich hab kein Leben mehr. Hier gibt's Federn. Ich weiß übrigens, was der Honig war. Ich gehe mal kurz zurück. Vergesse ich das. Wahrscheinlich, dass ich beide kaputt machen. Wo war denn der Honig? Honig? Ich glaube. Guck mal, mit dem Honig können wir hier wieder laufen. Was es uns im Endeffekt erlaubt, hier einfach wieder hinzugehen. Yep. Also es gab praktisch zwei Möglichkeiten, das zu kriegen. Und das ist schon sehr cool. Können wir ja. Wir können ja nicht mal hochrollen. Wir können nicht mal hochrollen. Also hat man eigentlich gar keine andere Wahl. Entweder oben das, das Gewicht oder unten den Honig. So, da geht's auch raus, nicht? Und hier war ein Kollege, mit dem wir reden konnten. Du kleines Schneemännlein. So, aber ich mach mal ganz kurz was zu trinken auf. Moment. So, da bin ich wieder. So, hallo. Erstmal anlecken. Werden erstmal alle angeleckt. So. Ein Windstoß ist gekommen. Hat mir den Hut genommen. Wirklich. Oh Mann. Okay. Ja, will einen Hut haben. Da ist was drin. Na komm, ich hab dich doch getroffen. Nein, nein. Ah, fuck. So, wir brauchen ganz. Oh, sehr schön. Und zweiten, ne.
Nur, dass sie schmelzen hier? Das ist eine Eiszapfen, oder?